Servus zu diesem Video. Du bist auf der Suche nach einer Futterrakete, die dir erlaubt, jenseits von der 120 Meter Marke zu füttern. Und mit dem derzeitigen Angebot, was hier auf dem Markt ist, bist du nicht richtig warm geworden. Es sind so kleine Mängel überall und du suchst die Lösung, um wirklich ganz bequem auf Distanz zu angeln. Dann habe ich in diesem Video genau das Richtige für dich. Ja, kommen wir ganz kurz auf die Nachteile, die für mich so die wesentlichen bei den derzeit verfügbaren Geräten ziemlich präsent auffallen und ich damit so ein bisschen unzufrieden bin. Und zwar so die ersten China-Böller, die wir hatten. Ja, man kann da gewisse Partikel reinhauen, man kann da auch gutes Volumen reinbringen, aber das Problem ist halt das wieder einkurbeln. Ne? Also wenn wir gerade über Distanzen reden von 150 Meter, 140 Meter, ich werde heute mit euch versuchen, auf 150 Meter zu füttern und mal schauen, wie es uns gelingt. Aber ich bin guter Dinge. Zurück zu den Geräten. Ja, das lässt sich halt von 150 Meter nur bedingt bequem rauskurbeln und nach dem zweiten Mal hat man eigentlich direkt keinen Bock mehr, weil es zu viel Widerstand generiert. Und ja, Mist. Hier die ganz normale Dispomp, das ist glaube ich large jetzt. Und hier haben wir ganz klar das Problem, dass sie nicht immer aufgeht. Und das ist ziemlich frustrierend, auf so einer Distanz zu füttern. Und wenn die Pump dann zweimal hintereinander nicht aufgeht, hat man auch die Schnauze voll. Geht richtig auf den Sack. Das zweite ist, dass man hier nur bedingt was Flüssiges füttern kann, weil sie ja doch recht offen ist. Die eignet sich perfekt für Partikel, aber Distanzen von 150 Meter sind mit der Pump meiner Meinung nach nicht am bequemsten erreicht. Da gibt es eine bessere Lösung, darum geht es heute. Die Pump meiner Meinung nach auch nicht so optimal. Die schmeiße ich lieber nicht. Und jetzt kommen wir zum Star des heutigen Abends. Und zwar, das ist unsere Alien Bait Rocket. So heißt das Ding. Und auf den ersten Blick denkt man sich, naja, was wird denn da Besonderes sein? Aber keine Ahnung, welche Generation das genau jetzt ist. Das ist jetzt zweite oder dritte. Die wurde überarbeitet auf jeden Fall. Wir haben jetzt hier einen Bügel, der recht stabil drin ist. Sprich, ich habe wohl gehört, dass bei den ersten Modellen das Ding da rausgerissen ist und da war das Ding im Arsch. So, das wurde jetzt hier verbessert und wir haben hier einen Mechanismus, was diesen China Futterraketen halt deutlich überlegen ist, ist der Bügel und dieses System. Man kann das Ganze sehr bequem ausbringen und wenn die Rakete auf dem Wasser aufgelandet ist, ist hier vorne ein Schwimmkörper und man zieht einfach am Seil, das Ding löst sich wieder. Die Rakete entladet sich und man kann das Ding einfach sehr bequem, das lässt sich so bequem rausziehen. Es gibt ein paar Tipps, worauf man achten müsste bei dieser Rakete. Und zwar ist es, wenn es darum geht, diese zu befüllen. Schnappen wir uns ein paar Futter, ich habe heute Partikel mit und die versuchen wir auf 150 Meter raufzubringen. Und ja, als erstes natürlich abklippen. Los. Ja, wie du siehst, habe ich die Distanz jetzt abgeklippt. Das waren 41 Umwicklungen, weil die Sticks sind 3,66 auseinander. Ergibt 41, 150 Meter. So, bevor wir werfen, kurz hat auf das Gerät eingegangen. Ich habe hier eine 8 Lips Spotrute. Also das ist so das schwerste Gerät, was man momentan auf dem Markt kriegt, wenn es um Spotten geht. Und das brauchst du, weil die Gewichte, die hier mit transportiert werden, sind deutlich höher wie bei der Pump. Das hängt mit der Konstruktion zusammen. Ich habe vorhin einen Punkt erwähnt und zwar geht es darum, man muss da ein bisschen aufpassen, wenn man das Ding befüllt, wie man sie befüllt, weil sie recht in sich unstabil ist. Man macht sie erst mit dem Futter, mit dem Beladen stabil und man muss da mit Wasser arbeiten, man muss da mit Kombination arbeiten, damit diese wunderbar funktioniert. Eine Kleinigkeit. So, das ist Clou Nummer 1, um auf Distanzen angeln zu können, ist Alien Bait Rocket. Clou Nummer 2 ist, ich habe bei mir auf der Spule, du siehst, ich habe 5000 Capellan, Adonis Black Rolle heißt es. Und was habe ich drauf? Nanofil. Was denkst du dir? Genau, das umstrittene Nanofil von Berkeley, was schon einige Jahre auf dem Markt ist und soweit ich das mitbekommen habe, glaube ich, von der Produktion runtergenommen, bla bla bla, interessiert uns jetzt nicht. Aber
Dieses Material ist so ein bisschen ein Kompromiss zwischen einer geflochtenen und einer monofilen, weil das Material die Eigenschaft von einer geflochtenen übernommen hat und eine sehr geringe, praktisch nicht vorhandene Dehnung aufweist. Ist aber dann auf der anderen Seite mit der gleichen Eigenschaft versehen wie eine monofile, die sehr glatt ist. Das ergibt in der Kombination zusammen natürlich ein, und das haben ja die meisten, das haben ja die meisten kritisiert, weil die ja versucht haben, diese Schnur als eine Hauptschnur zu fischen und dann, ja, keine Knotenfestigkeit, bla bla. Ja, natürlich, man muss da speziell vorgehen. Da gibt es gewisse Knoten, die man anwenden kann, die ich hier anwende. Falls du Bock drauf hast, dass ich näher darauf eingehe, wie du zum Beispiel dein Schocklieder, was ich hier, eine 0,35er geflochtene und die Nanofil von Berkeley, wenn du da einen Tipp brauchst, was einen Knoten angeht, in die Kommentare damit, dann sehe ich, dass die Nachfrage da ist, dann mache ich dementsprechend ein Video dazu. Man muss wirklich höllisch aufpassen, was dein Knoten macht. Du musst A, einen guten Knoten verwenden, einen passenden Knoten, B, musst du ihm, weiß nicht, mindestens täglich wieder neu binden, damit du da auf der sicheren Seite bist und deine Alien Bait Rocket nicht verlierst. So viel zum Gerät, 8 Clips, 5000er Rolle, Nanofil von Berkley, 0,35er Schocklieder geflochtene, ganz normal eingeschlauft hier in den Wirbel und dann die Alien Bait Rock. Jetzt gehen wir zum Befüllen. Da gibt's dann ja die letzte Sache, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Und dann versuchen wir unsere 150 Meter zu erreichen. Los! Ja, kommen wir jetzt zum Befüllen. Und zwar, ich habe heute hier die Pump. Ich habe heute ein bisschen einfach nur zur Demonstration. Das soll uns einfach nur irgendwann eine Masse zur Verfügung stellen, die wir beladen können und dann dementsprechend rausfahren. Zu der Beladung hier muss man aufpassen. Man belädt die Rakete nicht ganz voll. Das ist immer ganz wichtig, dass wir ein bisschen Platz lassen, um da jetzt kurz über die Flügel, da wo die Flügel beginnen, müssten wir Wasser auffüllen. Und zwar, warum? Weil ich schon gesagt habe, die Rakete an sich ist nicht so stabil gebaut, wirklich zum Flug von alleine. Sie braucht eine homogene Masse, eine homogene Verteilung von der Masse, von dem Gewicht, die da drin ist. Und deswegen befüllen wir sie, wenn wir Sachen wie Partikel haben, geschnittene Boilies oder etwas, was Spielraum bietet, was einfach einen gewissen Freiraum in sich dann mitbringt und die Rakete nicht wirklich dann komplett voll befüllt. Ein ganz leichter Trick, man nehme ein bisschen Wasser. Wie ich gesagt habe, das war vielleicht zu viel. Kurz über die Flügel mit Wasser befüllen. Und jetzt haben wir ein schön gleichmäßiges Gewicht und ab jetzt funktioniert diese Rakete wirklich wunderbar. So, dann hat man hier einen kleinen Bügel. Die Spitze muss in Wurfrichtung zeigen und dann hat man hier eine kleine Kugel, die hängt man rein und et voilà, das Ding kann richtig weit rauskatapultiert werden. Einfach nur gucken, dass die Rakete wirklich homogen, gleichmäßig befüllt ist, ab ans Werfen. So. Den Knoten habe ich mir noch nicht richtig gelegt. Von ganzem Gepappel hier. So. Abmessen, da wo ihr die Rakete haben wollt. Alles zuziehen nochmal. Steckverbindung. Meter die zweite. Hier nochmal bis daher, also bis kurz über die Hälfte Partikel. Das Ganze dann mit Wasser aufgefüllt bis zu diesen Flügel, wo sie praktisch anfangen. Nochmal, das muss ausbalancieren sein. Erst dann funktioniert richtig gut. Einhängen. Ja, und wir können 150 Meter Versuch Nummer 2. Beziehungsweise Wurf Nummer 2. Seht ihr mich ja, ne? So, wurde kurz unterbrochen. War ein etwas älterer Herr mit dem Boot unterwegs. Nicht, dass wir den nochmal weghauen hier. Wurf Nummer 2.
hier siehst du, sind wieder an der Klipse. Ich habe die Bremse festgezogen. Und jetzt achte bitte aufs nächste Feature, und zwar wie leicht sich die Rakete rauskommen lässt. Nachdem man an die Oberfläche gekommen ist, du siehst, es ist kaum Druck. Die Route ist fast gerade, ich kann wirklich gut, weil die Rakete an der Oberfläche gleitet. Und das ist nicht so wie mit diesen China-Dingen oder wie mit der Pump, dass man sich wirklich da einen abklagen muss, sondern sobald man an der Oberfläche ist, du siehst, einfach easy going wieder einkurbeln. Und los marschieren. Wurf Nummer 3. Ihr seht mich? Ihr seht mich. Sehr gut. Ja, da waren sie, die 150 Meter, wo wir mit dem Ding, mit der Alien Bait Rocket, auf jeden Fall, wie ich finde, sehr bequem, wirklich sehr bequem füttern können. Ja, du hast gesehen, es ging ziemlich leicht verstatten. Ich denke, da ist noch ordentlich Luft nach oben. Bei mir in meiner Flussanglerei brauche ich das richtig selten bis gar nicht. Aber für euch, wenn ihr am See seid und das, da kam ja auch die Idee her, ich wurde in den Kommentaren gefragt, ja, wir wissen jetzt, dass es möglich ist und wie es dann geht, eine Montage auf 150, 160 Meter rauszubringen, aber was machen wir mit dem Futter? Und deswegen hier das Video, einfach um euch zu zeigen, dass es genauso möglich ist, auf 150 Meter zu füttern. Wie ich gesagt habe, ich denke, da ist noch deutlich Potenzial. Nochmal die ganzen Features, wie gesagt, beim Beladen ein bisschen aufpassen, dass wir die Masse schön verteilen, dass wir schönes Gewicht haben, weil wir haben hier einen Auftriebskörper, damit sich die Rakete entladen kann und dann dementsprechend auch so zu uns kommt. Sie ist in sich nicht stabil, man muss sie wirklich mit Wasser auffüllen, egal was hier an Partikel gehackte Boilies oder was da rein macht, auf jeden Fall mit Wasser auffüllen, um sie zu stabilisieren. Ja, im gleichen Moment kann man damit wirklich rumspielen. Überlegt doch einfach mal, wenn wir hier statt Wasser zum Beispiel Hafermilch aufgießen, was es für eine Wolke gibt. Oder wie wir einfach mit Additiven, mit gewissen Liquids spielen können. Und zwar indem wir unsere Partikel oder Boilies, je nachdem was wir da reinfüllen, sie entweder mit Öl oder mit Wasser aufgießen und dann einfach in verschiedenen Wassertiefen, in verschiedenen anderen Oberflächen, in verschiedenen einfach Level, da ist wirklich der Kreation keine Grenzen gesetzt und was man damit alles machen kann, wenn man nicht Wasser nimmt, sondern zum Beispiel, wie ich schon gesagt habe, Liquids, um da nochmal richtig oder irgendwelche Aminosäuren mixe, damit wir am Wasser, an der Oberfläche oder am Spot, denn schnell, weil dieses verteilt sich meistens sehr viel schneller, als ein Boilie anfängt zu arbeiten, wenn wir mit Liquids arbeiten und können dann dementsprechend auch unsere Stellen dann richtig aktivieren, richtig schön nice fahren und damit mit Aroma, mit Ölen, mit visuellen Reizen spielen. Weiß nicht, ich finde es einfach eine Hammer-Sache. Also Leute, so viel dazu von mir hier. Nanofil von Berkeley. Ich hatte jetzt, falls jemand interessiert, ich hatte jetzt 0,17er, weil in dieser Stärke haben wir schon 9,4 Kilogramm Tragkraft, was auf jeden Fall für diese Kraft ausreichend. Und man muss natürlich aufpassen, Leute, die Knoten, man muss sie wirklich, wenn ihr wirklich aktiv spottet, je nachdem wie viel, müsst ihr die Knoten mindestens täglich neu machen. Dann bleibt euch das Gerät erhalten, ihr habt es gesehen, bei mir wunderbar funktioniert. Man braucht schweres Gerät, natürlich, weil das Ding wiegt schon ein wenig. Wenn man das mit Wasser oder mit Liquids, mit Öl irgendwie auffüllt, das hat schon Gewicht. Ne? Also eine 5 LB kommt wahrscheinlich sehr schnell an die Grenzen, deswegen 8 Lips ist so meine Wahl, da habe ich wirklich Vertrauen, da kann ich ordentlich durchziehen. Gefällt mir persönlich ganz gut. Und ja Leute, so viel dazu. Einfach hier an dieser Stelle ein kleiner Tipp. Leute, wie immer, Like nicht vergessen, drück auf Sub und man sieht sich im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Kleines Ding.